Woche, neue Limited Edition und ich glaube, das ist die erste LE, die ich ganz bewusst von dieser Marke gekauft habe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen. Wir probieren Limited Editions aus und schauen, was da so los ist. Ich glaube, ich habe noch nie in den 6-7 Jahren, die ich hier YouTube-Videos mache, eine komplette Alterra Limited Edition gekauft, weil ich ja sonst immer so ein bisschen an diesen Naturkosmetikmarken vorbeigelaufen bin. Ich muss sagen, die hat mich echt angesprochen. Ich weiß nicht warum, ich habe die gesehen und dachte mir, da gefällt mir das Packaging. Ich finde, die Produkte sehen spannend aus und natürlich probiere ich die Sachen dann aus. Wir haben heute die Floral Glow LE von Alterra mit wirklich wunderschön optisch ansprechenden Produkten und wir schauen mal, was das Ganze kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit am Wochenende gehabt. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um mal so ein bisschen von meiner eigenen LE wegzukommen. Ganz, ganz wichtig übrigens, die wird diese Woche auch wieder in den Filialen aufgefüllt und online sind auch alle Produkte in hoher Stückzahl vorhanden. Dachte ich mir, machen wir mal so ein bisschen was anderes und wir schauen mal, was Alterra kann. Ich hatte ja vor einer Weile viele Naturkosmetikmarken getestet. Wir hatten Santé, wir hatten Alterra, glaube ich, auch schon so ein paar Produkte. Und hier wollte ich jetzt mal schauen, was das Ganze kann und wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt. Ich habe meine Base einmal schon drauf. Ich sehe ein bisschen blass ums Näschen aus heute, ne? Aber ich hoffe, wir kriegen das gleich weg, denn wir haben hier einen Blush Stick. Und ich finde das Packaging oder generell das Packaging aller Produkte sehr spätsommerlich. Das ist nicht Sommer, das ist nicht Capri oder Wasser, sondern und auch noch nicht Herbst. Sondern genauso was dazwischen, so trockene Blumensträuße, die man selbst auf dem Feld gepflückt hat. So, das inspiriert mich. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Hier auf der Verpackung habe ich erst gedacht, sind das kleine Katzenpfoten, aber es sind Tatsache Blumen. Und wir haben hier den Rouge Stick mit Bio-Jojoba-Öl. Kommt in einer klassischen Verpackung. Ihr könnt sie rausdrehen. Wir schauen mal, wie viel hier drin ist. 4,8 Gramm. Das ist ein bisschen. Farbe in mein Gesicht zu bringen, gehe ich jetzt nicht mit diesem Stick direkt ins Gesicht, sondern ich trage mir den erstmal auf der Hand auf. Der sieht sehr, sehr glossy aus. Ihr seht es, glaube ich, ne? Der ist so ein bisschen reflektierend. Ist ein recht intensiver Ton, Tatsache. Sehen sich schon ähnlich, aber auf der Haut sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Und den trage ich direkt auf mit einem Make-up-Sponge. Ich habe schon lange keine Make-up-Sponges mehr gekauft, weil ich eigentlich wirklich sehr, sehr viele immer hier hatte. Ich dachte, ich nehme ihn mir jetzt einfach mal mit. Feuchten Sie den Schwamm vor dem Gebrauch, um eine optimale Geschmeidigkeit zu erreichen, aus hygienischen Gründen nach Gebrauch gut auswaschen und von der Luft trocknen lassen. Das ist ein klassischer Make-up-Schwamm. Ihr habt hier hinten aber nochmal eine flache Seite. Ich gehe jetzt erstmal mit dem trockenen Schwamm hier rein und arbeite mir das Produkt in den Schwamm ein und setze mir das jetzt einfach mal hier hin. Und ihr habt direkt so ein bisschen Farbe mit drauf. Dadurch, dass ich den Schwamm jetzt natürlich trocken benutzt habe, gibt er nicht so viel Farbe ab. Das ist eigentlich ganz gut, um nur so einen Hauch hinzukriegen. Oh, ist aber eine schöne Farbe. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass sie mir vielleicht zu pinky ist. Weil ich bin ja eher so eine, mag eher so diese kalten Terracotta-Blushes und der ist ja schon sehr intensiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den gut auf den Lippen tragen kann. Ich mag das ja, ne? Wer das erste Mal hört, der ist das erste Mal auf meinem Kanal. Ich liebe es, Farben zu wiederholen. Also auf den Wangen dieselbe Farbe, auf den Augen, das mache ich jetzt damit nicht, wir haben ja noch eine Lidschattenpalette, und auf den Lippen. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen zusammenhängender aus und immer ganz, als hätte man sich darüber Gedanken gemacht, wie das Make-up aussieht. Blush-Textur gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist ganz leicht auf der Haut. Die hat natürlich jetzt so einen leichten Gloss-Effekt. Ein bisschen auf der Stirn, ganz leicht. Und so haben wir direkt ein bisschen was Frisches im Gesicht. Warum ist das hier im Bild? Sieht süß aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe meine Base immer noch nicht fixiert, denn es gibt auch einen Highlighter-Stick. Bei Highlighter-Sticks bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, weil die oft erfahrungsgemäß meine Base darunter zu setzen. Ich muss ab und zu mal kurz dahin gucken, weil irgendwas mit dem Mikrofon gerade nicht stimmt. Sieht genauso aus, ähnliche Verpackung, hat ein sehr spannendes Finish. Also das sieht ja sehr reflektierend aus. Ne? Ich glaube, das könnt ihr sehen, so ein bisschen silbrig. Ich gehe da mit sowas, ich weiß es nicht, ich traue mich immer nicht so mit so Sticks dann direkt ins Gesicht zu gehen. Gerade wenn ich so leichte Foundations habe, deswegen nehme ich einen Pinsel. Ich werde immer wieder nach Pinseln gefragt. Freunde, ich benutze fast ausschließlich günstig Real Techniques und teuer Letizia Lemak. Gehe hier ein bisschen rein und setze mir das nochmal hier ein bisschen rüber. Ja, das ist halt immer dann das Problem, ne, dass du nicht so viel siehst da auf der Nase. Oh doch, man sieht's. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Jetzt mir das mal hier unter die Augenbraue und hier rauf. Ja,
Also, du kannst ihn recht leicht auftragen, ne? Wenn du nicht zu viel haben möchtest. Vielleicht kriegen wir es hier hin. Oh ja, hier ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil da sieht man was. Oh, das mag ich. Direkt hier, wie heißt das? Wie heißt denn dieser Knochen? Das ist das Schlüsselbein. Das Schlüsselbein. Kannst du ein bisschen highlighten? Für so ein... Ja, sieht da halt auch schon ein bisschen aus, als wärst du geschwitzt, aber... Weiß ich nicht. Ich finde, wenn man so ein bisschen verschwitzt aussieht, das sieht ja auch immer ganz... süß aus. Ja, okay. Also, was ich mir eher vorstellen kann, das probiere ich jetzt nochmal schnell aus hier in meiner Hand, ist, wenn man beide miteinander kombiniert. Ne? Also, wenn du so einen glossy, sehr, sehr reflektierenden Blush haben möchtest, dann könnte man das damit ganz gut machen. Also, am Körper super, ne? Da kannst du nichts falsch machen. Im Gesicht bin ich ja eh nicht mehr so die Highlighter, punktuell Highlighter-Maus mit so klassischen Highlightern. Ich nehme dann eher sowas auf den Augen und platziere das da. Okay, was mich am meisten wirklich interessiert hat aus dieser Kollektion, ist tatsächlich diese Lidschattenpalette. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Als ich die Verpackung gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, das ist wieder so eine, wir haben ein bisschen lila, wir haben ein bisschen rosa, wir haben ein bisschen was, ne, so eine klassische langweilige Sommerpalette. Und dann habe ich sie aufgemacht und dachte mir, wow, die schreit Spätsommer, früher Herbst. Und wenn etwas früher Herbst ruft, ich suche ja immer noch eine gute Alternative zu der Fall Back into Nature Palette. Oh Gott, das ist schon so lange her. Fall Back into Nature Palette von Essence. Und die ist zwar auch nicht so, aber die sieht schon ziemlich spannend aus. Wir haben eine matte Farbe, eine ist so ein bisschen und der Rest ist Schimmer. Das ist eher, ich glaube, eine Akzentpalette. Ich finde es ganz spannend zu sehen, wie viele Marken mittlerweile auch klassischen Lidschattenpaletten eher so ein bisschen hinter sich lassen und eher so auf Akzentpaletten gehen, weil natürlich auch der Markt sich so ein bisschen dahingehend verändert hat, dass viele, nicht alle, eher so ein bisschen weniger tragen. Ich fixiere jetzt noch einmal ganz kurz so ein bisschen mit dem Rest Puder, das ich hier habe, mit dem Color Correcting Powder, ganz leicht. Wenn ihr, ganz kurz muss ich noch mal was dazu sagen, wenn ihr das Problem habt, dass ihr auf einmal bunt im Gesicht seid, dann habt ihr schon zu viel benutzt. Einfach nur rein, austragen, fixieren. Okay. Und jetzt können wir Lidschatten benutzen. Ich mache mal, glaube ich, zwei verschiedene Versionen heute, obwohl ich das ja wirklich gar nicht mag, ne? Diese zwei verschiedenen Looks. Ich starte erst mit diesem Ton hier. Der sieht so ein bisschen schimmernd aus. Und setze mir den in die Lidfalte. In die Lidfalte. Ich dachte, der ist ein bisschen weicher. Und wir machen mal so einen klassischen alten Look. Ja, hier erstmal was Schönes Rotes. Sehr, sehr pigmentiert. Krass. Bin ja nur ganz leicht reingegangen. Ich wollte eigentlich nur so einen Hauch. Und auf dem Auge sieht der auch fast matt aus. Guck mal, wie schnell ich den aufbaue. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So einen leichten Schein hat er drin. Schöne Farbe. Es geht wirklich so ein bisschen in die Terrakotta-Richtung. Und dann schnappe ich mir einen kleineren Pinsel und gehe hier in das Braun. Das ist ein bisschen fester gepresst auch, sehr gut. Und gebe das hier direkt ins äußere V. Und nehme den Pinsel von eben und blende das Ganze aus. Das ist ja so ein schneller Look, ne? Wir haben ja nicht mehr viel Zeit morgens. Einfach nur, um hier außen so ein bisschen zu betonen. Lässt sich gut ineinander blenden. Den roten hätte ich mir tatsächlich wirklich komplett ohne Schimmer vielleicht gewünscht. Der hat ja so einen leichten Schein. Hätte nicht sein müssen. Kann aber wirklich gut aufbauen hier. Guck mal, der dunkle Ton hat es wirklich in sich. Gehe ich direkt hier unten lang. Aber auch nur außen. Ich gehe gar nicht mehr so weit nach vorne mit diesen dunklen Tönen. Mhm. Und mit demselben Pinsel gehe ich hier erstmal in diesen Kupferton. Und dann hier. In den. Misch mir das so ein bisschen, um den ein bisschen aufzuhellen. Hab so ein bisschen mehr Bewegung drin. Das ist wieder der Feuerbändiger von früher, ne? Oh, finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe das ja lange nicht mehr gemacht, ne? Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Das ist ja eher so Maxim die letzten 12 Monate. Und das ist schon ein bisschen her, dass wir sowas gemacht haben. Bauen wir nochmal hier hinten so ein bisschen was von dem dunklen Ton auf. Schöne Palette, sehr einfach zu benutzen. Also ich bin ja mittlerweile, wisst ihr, so ein Fan von diesen... Hauptsache, ich muss jetzt hier nicht mehr stundenlang ausblenden. Kannst du hinten so ein bisschen sauber machen. Und auf die Entfernung habt ihr dort einen doch sehr intensiven Look. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist ja immer noch... Also ich probiere das so ein bisschen loszuwerden, diesen voreingenommenen... Das ist nicht pigmentiert, da ist nichts dahinter. Die Zeit ist vorbei. Also ich glaube, dass wir schlechte... Pigmentierung oder, also ne, das ist ja immer eine bewusste Entscheidung, soll eine Palette leicht sein, soll eine Palette sehr deckend sein. Das ist so eine gute Alltagspalette und du kannst damit einen schönen herbstlichen Look machen. Ich finde den tatsächlich schon sehr, sehr viel. Ich will aber trotzdem nochmal was probieren mit ein bisschen mehr Farbe. Das ist schwierig, ne? Wobei, ich glaube, dass man auch mal
mutig sein können. Komm, wir sind heute mal mutig. Ich nehme mir einen flachen Pinsel und nehmen wir das Blau oder das Grün? Komm, wir nehmen mal das Blau. Das ist ein bisschen fester und gebe das einfach hier, krass, gebe das einfach mal hier aufs bewegliche Lid und mische jetzt den Schimmerton mit dem Braunton ganz leicht zusammen, um hier noch so einen kleinen Schatten zu erzeugen. Reicht. Nicht mehr machen, Maxim. Nicht mehr machen. Ich nehme den Braunton, ziehe hier so einen ganz kleinen Wing, keinen intensiven, sondern nur so einen ausgebufften. Setze mir hier noch einen kleinen dunklen Punkt hin. Und habe das Auge schon krass betont. Das ist halt ein sehr extra Look, ne? Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, Alltag. Damit kannst du, glaube ich, ein bisschen spielen. Du kannst die, glaube ich, auch gut ergänzen mit einem Bronzer. Einfach einen Bronzer in die Lidfalte und dann einen von diesen herbstlichen Tönen. Oder, also, die sind ein bisschen trockener als klassische Lidschatten. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil du damit ein bisschen mehr Spiel hast, ne? Also dann bröckeln die nicht so auf dem Auge oder... Also ehrlich gesagt gefällt mir der Look gerade besser als der, weil der einfach mal was anderes ist wieder. Der ist natürlich meiner vorsichtigen Erachtung nach nicht so alltagstauglich. Aber gar nicht so schlecht. Performance war okay. Mir fehlt, glaube ich, eine matte Farbe hätte hier noch reingemusst anstelle von einem von den beiden beispielsweise. Ne? Die sind sich ja doch schon recht ähnlich, wenn man raufguckt. Kannst du mit Sicherheit aber was machen oder sie ergänzen. Es reicht ja auch manchmal, wenn man einfach nur so einen kleinen Schimmerpunkt setzt. Ist okay gewesen für das Geld. Völlig in Ordnung. Bei der Mascara bin ich gespannt. Das ist die Floral Glow Mascara mit Bio-Jojoba-Öl. Kreiert einen voluminösen Augenaufschlag. Mit nur wenigen Bürstenstrichen kann schnell ein optimales Ergebnis erzielt werden. Für einen natürlichen Look. Sehr, sehr spannend, dass das mal draufsteht. Ich finde das Bürstchen ganz spannend. Das ist nämlich auf der einen Seite flach und auf der anderen Seite so gebogen. Ich weiß da immer nicht, wie ich es benutzen soll. Oh, was mich überrascht. Ich wollte eigentlich eben sagen, habe ich angesetzt schon, dass ich Naturkosmetik-Wimperntuschen eigentlich immer ganz gerne so einen Tag offen lasse, damit sie so ein bisschen austrocknen. Die ist sehr leicht. Das ist wirklich ein sehr natürlicher Look. Die klumpt gar nicht. Ich gehe sogar noch mal ein zweites Mal rein. Die macht einen wirklich sehr natürlichen Augenaufschlag. Ohne da jetzt viel Klimbim. Aber ich glaube, Mascara ist was sehr Persönliches. Ihr kennt ja meine Vorliebe bezüglich Mascara. Ne? Ich mag es, wenn man nicht unbedingt sieht, dass du Mascara drauf hast. Und das hast du hier. Die hat jede einzelne Wimper genommen. Die hat jetzt keinen extremen Schwung gemacht. Die hat jetzt kein extremes Volumen gemacht. Sondern nimmt so deine Wimper, macht die ein bisschen schwarz, macht die ein bisschen länger. Und passt dann ganz gut für so einen Alltagslook. Naturkosmetik-Wimperntuschen mag ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Ich komme damit gut zurecht. Ich habe hier auch gerade eine neue in Verwendung. Eine braune von Eveline. Teste ich mich aber gerade noch so ein bisschen durch. Was sagen wir? Hat Spaß gemacht. Ich glaube, bei der Lidschattenpalette hätte ich persönlich noch eine matte Farbe dazu genommen. Qualitativ und von der Inspiration her aber wirklich gar nicht schlecht. Also die Farben hier drin, die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Ich packe euch hier nochmal, guck mal hier. Das ist schon ein schöner Ton. Da kannst du nichts sagen. Vielleicht ist es ja was für euch. Gibt es gerade bei Rossmann. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich gerade so ein bisschen... Ne, ich muss mich an Naturkosmetik nochmal so ein bisschen rantesten und schauen, wie es mir gefällt. Qualitativ hat das gut funktioniert. Ich habe zwei wirklich sehr, sehr schöne Looks machen können. Hier ein bisschen was Besonderes. Hier so ein bisschen Herbst. Hat Spaß gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Und wir sehen uns hier am Mittwoch wieder. Tschüss.